Herzlich willkommen zurück. Jetzt wollen wir noch mal sehen, was so storytechnisch los ist hier. Fakiro. Lassen Sie mich raten, Sie sind ein AN. Ich verstehe nicht, Sir. Ein Angriffsneuling, zum ersten Mal hinter der feindlichen Linie? Im eigenen Land, da ist der Einsatz immer etwas größer. Keine Angst, Vaquero. Der Krieg ist die Hölle, mein Alter. Keine Angst, Vaquero. Nun, feindliche Linien sind nur Striche auf der Karte, Vaquero. Sie haben keinerlei Bedeutung. Keine Angst. Ja, spielt auch gleich viel besser. Gefällt mir sein Gitarrengespiel, ja. Ist voll nur dasselbe. Nochmal nachstimmen. Oh, immer dasselbe hier, ne? Ah, komm, lass mal sein. Kennen wir schon. 130 Abschüsse, jawohl, ey. Aber was geht hier noch so? Hops, mal wieder. Die Einsätze, die wir zurzeit fliegen, machen Spaß. Die vorherigen Angriffe waren doch nur kindische Spielereien. Ja, ein bisschen Rambazamba ist gut für die Seele. Das ist richtig. Seltsam. Trotz des ungeheuren Geschicks und des Mutes, das das Fliegen verlangt, wird die Abenteuerlust eines Kilrathi dadurch nicht befriedigt. Für uns ist das kein richtiger Kampf. Euch fehlt dabei das Persönliche? Wir lernen, mit diesen Klauen zu kämpfen, bevor wir ein Wort sprechen oder laufen können. Erscheint dir das als primitiv? Sei ehrlich. Töten ist töten, da gibt es keinen großen Unterschied. Du bist einer der besten Piloten, die wir haben. Was soll das? Fang nicht an, das zu kritisieren, was du tust. Tja. Wie das alles so ist. Naja. So. Wir sollten uns gleich an die Arbeit machen. Ich bin bereit, Sir. Vor uns liegt eine besonders diffizile Aufgabe, Colonel. Wir werden Versteck spielen. Sehen Sie sich diese Nebelbank an. Die Kilrathi benutzen Sie, um unbeobachtet mit Konvois in dieses Sonnensystem hinein- bzw. hinauszufliegen. Mhm. Da der Nebel auch uns verdecken wird, können wir Ihnen sicher größere Schäden zufügen. Sie, Colonel, müssen dafür sorgen, dass kein feindlicher Flieger entkommt, der die anderen Kilrathi warnen könnte. Ich weiß, wie gefährlich es ist, in einer Nebelbank zu navigieren. Nur die besten Piloten mit viel Flugerfahrung sind dazu in der Lage. Ich hoffe, Sie sind einer von diesen Piloten. Sie können sich darauf verlassen, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Schnappen wir uns mal wieder Flint. Flint, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Einfach mal so. Tja. Nehmen wir doch die Thunderbolt. Die ist wendiger, das ist besser. Oh, schön die Nebelbank hier. Gibt es anscheinend auch im Weltraum. Ab geht die Reise. Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Jo. Dann... Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Oh, Schande, ey. Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Macht sie ohnehin, ne? Das Ding muss weg. Ah. Wow.
ohne Target, ohne alles. Ich bin so geil, ja. Das kommt schon. Torpedo. Zack und weg. Hier ein Raketenfressen ist abnormal. So, Feierabend, ja. Oh shit. Und hier Rocky weniger. Oh, wunderbar. Rumsfallerer. Können wir gleich weiter. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Jo. Nun, ich würde sagen, du gehst mal da drauf. An. Verstanden, ja. Ich mach das Ding da fertig und in der Zeit können die dann mal herkommen. Die anderen da. So. Die sind schon da. Naja. Oder auch nicht mehr. Zeige ich euch mal, wo es lang geht hier. Nö. Ihr habt zuerst angegriffen, also. Mal ein bisschen Flash Shit machen. Ich kann nicht aufstehen, wenn man es mir leicht macht. Wir haben sie echt fertig gemacht. Eine Schande für mein Volk. Richtig. Alles ausgelöscht hier. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Jetzt wird's aber hart. Wie auch immer das passieren konnte. Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Der Destroyer, der muss erstmal weg. Das steht schon mal fest. Aufstehen, wenn man es mir leicht macht.
Sehr schön. Einsatzziele erreicht. Jo, nichts anderes hätte ich erwartet. Bitte Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Es geht doch nichts über den süßen Duft des Erfolgs, Colonel. Richtig. Ey, wie wär's, wenn wir diese Kiste umtaufen würden? In Deceptor oder Trickster? Trickster, ja. Wie wär's mit Ambush? Ambush, ja. Ja, ja, das hört sich sehr gut an. Die Ambush. Alles klar. Oh, Sie können jetzt landen, Sir. Die Ambush, gefällt euch das? Jupp, ab geht's. Geil. Einfach nur sehr geil. So, was geht denn ab hier? Da steht die Flint. Ja, das kennen wir ja. Ah, boggeln wir mal mit ihr. Danke. Hallo, Colonel. Schön, Sie zu sehen. So gute Laune heute? Ja, es scheint sich alles zum Guten zu wenden. Als ich klein war, hat uns unser Vater alles über die Kriegsführung beigebracht. Alles, was er wusste. Auch wenn sich die Waffen ändern, wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Ja. Nehmen Sie den Trojanischen Krieg. Auch er hat sich über viele Jahre hingezogen. Wurde er nicht mit Hilfe eines Holzpferdes beendet? Ja, so heißt es in der Mythologie. Für mich zählt nur, dass er irgendwann endete. Ja, es ist gut zu wissen, dass Kriege nicht ewig dauern. Wenn es einem auch so vorkommt. Extra doof stellen? Ja, ja. Intelligente Frauen sind so verdammt sexy, ne? Ja. Alles klar, ey. Naja, so ist das. Ey, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich nochmal gucken. Yo. Oh, ab in die nächste Mission. Uns wird keine Ruhe gegönnt. Es geht weiter. Ja, Captain. Wir müssen schleunigst von hier verschwinden. Die Abwehr hat den Verdacht, dass uns die Kilorathi entdeckt haben. Schaffen Sie diesen alten Kahn aus der Nebelbank raus und führen Sie uns zum Jump Point. Versuchen Sie, möglichst unauffällig zu agieren. Ich kann darauf verzichten, von den Kilorathi verabschiedet zu werden. Mhm. An die Arbeit, Colonel. Das ist so eine Mission, die mag ich nicht. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Nicht, weil es nicht machbar, so schlecht machbar ist, sondern... Cobra? Ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Einfach deshalb, weil, ja. Das ist ja quasi schon wieder ein Rückzug. Was nehmen wir denn, Thunderbolt ist, glaube ich, das Beste dabei. Oder? Ja. Ich glaube, das war die Mission, die ich vorhin andachte, dass es die wäre. Naja. Geht die Reise. Ah ja. Naja. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Müssen wir loswerden. Da gibt's jetzt nichts. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Wunderbar. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Jo, wissen wir. Wie man sieht, befinden wir uns auf der Flucht. Das ist unschön. Feind gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Das ist äußerst unschön.
nicht da? Was heißt, er ist nicht da? Wir haben jetzt keine Zeit für lange Erklärungen, aber es scheint so, als hätten die Kilowafi unseren Jumppoint verschwinden lassen. Wie soll denn sowas gehen? Ich meine, das ist völlig unmöglich. Wir fliegen jetzt zu einem mit der Navigation und alternativen Jumppoint. Wir geben Ihnen die neuen Koordinaten gleich durch. Hoffentlich haben die Jungs von der Navigation eine Tür für uns gefunden, die noch nicht zu ist. Bis bald. Und bitte kümmern Sie sich um den Feind. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Könnte theoretisch jetzt nach Landerlaubnis fragen und dann manuell da landen, aber das ist ja im Moment nicht unser Begehr hier. Wollen das mal noch ein bisschen ausschöpfen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Jetzt kommen wir langsam dorthin, wo wir das dann doch tun. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Victory hat es ziemlich. Wir bekommen sogar den Autopiloten dafür. Wir werden auf unserer Seite erst einmal ein paar Reparaturen machen müssen. Sie haben Landeerlaubnis. Und weg. Flucht eben. Du bringst hoffentlich gute Neuigkeiten, mein Prinz. Ich künde euch von neuen kleradischen Ruhmestaten, Euer Exzellenz. Die Terraner hatten versucht, in das Arya-Sonnensystem einzudringen. Aber wir haben sie wie einen Schwarm kleiner Insekten verscheucht. Sie sind nur ein winziges Ärgernis und eurer geschätzten Aufmerksamkeit nicht wert. Sehr gut, ich werde nicht eher ruhen, bis die Terraner ein für alle Mal in die Knie gezwungen sind. Ihr Widerstand nagt fürchterlich an mir. Und keinem Kaiser der Kilorasi dürfen die letzten Monate seiner Herrschaft von so einer traurigen und schweren Bürde verdunkelt werden. Oh, aber Eure Exzellenz stehen, wie wir hoffen, erst am Anfang der universellen Regentschaft. Bald wird es Eure Exzellenz vergönnt sein, mit der tyrannischen Konföderation umzuspringen, ganz wie es euch gefällt. Darauf, Majestät, schwöre ich euch einen heiligen Eid. Ich bin mehr als entzückt, mein Prinz. In Kürze wird ein neues Weltkapitel beginnen. Wir haben alles vorbereitet, um den Tyrannen einen Denkzettel zu verpassen. Handelt es sich dabei um den Denkzettel, den wir schon einmal in Erwägung gezogen haben? Ja, Euer Exzellenz. Ja. Denn nun ist die Zeit reif dafür. Colonel Blair, sofort auf der Kommandobrücke. Machen wir gleich. Jetzt wird erstmal gespeichert. Colonel Blair, sofort auf der Kommandobrücke melden. Halt doch mal die Klappe. Das machen wir dann im nächsten Part natürlich.